Hallo und herzlich willkommen zu Retroplay. Arr. Hallöchen! So, Hagen, Es wird Zeit für Abenteuer, für Seeräuberei. Ja, Science Fiction. Und es wird Zeit, ein Geheimnis zu lösen oder es zumindest zu versuchen. Ja. Denn wir spielen heute was, Hagen? Pirates. Fast. Fast. Arr, was spielen wir heute? Arr, was spielen wir heute? Arr. Monkey Island spielen genau, wir heute. Genau, The Secret of Monkey Island, das nächste Adventure in unserer Lucasfilm Games Adventure-Reihe. Ja. Und da haben wir es auch, ein Grafik-Adventure von Ron Gilbert. Es ist, glaube ich, mit fast das bekannteste Point-and-Click-Adventure, würde ich sagen. Das ist die Urmutter des schwarzhumorigen Spiels eigentlich. Ne? Schwarzhumorig würde ich es jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall Comedy, hat aber, ist jetzt nicht nur Slapstick, sondern hat auch eine ganz schöne Geschichte und so weiter. Der Pirat, es handelt um Guybrush Threepwood, der Pirat werden will. Ja, genau. Ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich würde sagen, ich erzähle gleich noch ein bisschen was, wie es mir erging, als ich das erste Mal in die Hand bekommen habe. Hagen, du hast es natürlich auch durchgespielt oder ist es für dich jetzt eine Premiere? Ich habe es gespielt bei ihm am Rechner, um nicht zu sagen, ich saß daneben und habe, was machst du da eigentlich gesagt? Nein, ich habe es nicht durchgespielt, geschweige denn selber gespielt. Also die ganzen Blödel-Anspielungen werde ich das erste Mal erleben. Aber das ist doch schön, dann haben wir authentisch jemand, der zum ersten Mal wirklich in der Gesamtheit The Secret of Monkey Island erleben kann. Ja. Und dabei wünschen wir euch wie immer viel Spaß. Dann ahoi, ihr Landratten. Wir stechen in See und schauen uns wie immer natürlich erstmal die Schachtel an. Ja. Mit einem grünen Rand drumherum, Monkey Island. Achso, wir machen uns gerade groß. Ja, und so sieht es von der Rückseite aus. Ich kann mal ein bisschen was vorlesen dazu. Ja. Denn dort haben wir einen Auszug aus den Memoiren des Guybrush Threepwood. Dem Protagonisten. Genau. Ich verfluchte nochmals mein Schicksal, als ich mich in die Kehle des steinernen Affen hinabließ. Sind meine Träume von Plündern reicher Galeonen, von Schätzen und Abenteuern derart zerplatzt? 3 kleine Prüfungen, dann gehörst du zu uns, haben sie gesagt. Das klang fair. Wenn ich nur dieses seltsame Zeug runterkriegen würde, das diese Männer der See in sich hineinschütten. Wie konnte ich denn ahnen, dass ich eine mächtige und schöne Frau treffen würde, mit einem Geliebten, der vor lauter Eifersucht nicht bemerkt, dass er schon mehrere Jahre tot ist? Und jetzt krabbele ich durch die Eingeweide des steinernen Affen, auf der Suche nach einem Mann, der 3 Zentimeter über dem Boden schwebt und jeden Morgen seinen Bart anzündet. Auszug aus den Memoiren von Guybrush Threepwood. Meine Jahre auf Monkey Island. Und wir bemerken, das Ding ist tot Bier ernst. Genau. Also tot Grog ernst. Tot Grog ernst. Also ist basiert auf dem Disneyland Ride Pirates of the Caribbean. Ja. Und Stranger Things, glaube ich, heißt ein Buch. Ich meinte auf den, wenn ich jetzt den Buchtitel jetzt richtig im Kopf habe, oder Stranger Tides, ich weiß es nicht mehr genau, müsste ich nochmal gucken. Jedenfalls gibt es ein Piratenbuch und auf diesem Disneyland Ride, dort sind die Ideen, da hat Ron Gilbert die Idee bekommen, ein Piraten-Adventure zu machen. Und wer noch, also wer was noch bei dem Disneyland-Dingsbums, wofür war das noch Pate? Also natürlich Pirates of the Caribbean, die Filmreihe, Fluch der Karibik. Ja. Man könnte sagen, wenn man Monkey Island verfilmen würde, dann käme wahrscheinlich sowas Ähnliches wie Fluch der Karibik dabei raus. Ich glaube, die haben sich auch da an diesem Humor anstecken lassen, gefühlt. Ja, also da gibt es auf jeden Fall Parallelen dazu. Dann gucken wir mal, was dort drin ist. Und zwar, das hat jetzt 4 Disketten. Mhm. Wir erinnern uns, Maniac Mansion und Zack McCracken hatten, also ist die Amiga-Version, hatten jeweils 2. Mhm. Indiana Jones 3 hatte 3 Disketten. Loom hatte, glaube ich, auch 3 Disketten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Indiana Jones
Quark. Und Monkey Island 1 hat 4 Disketten. Genau. Genau, Wir werden mach die Anmod einfach nochmal mit in die. Ja, es ist okay. Genau. Spoiler, für weitere Teile wird sich dieser Trend so nicht, wird so nicht beibehalten. Ah ja, also es werden nicht mehr exponentiell mehr werden. Nicht nur exponentiell. So, wir haben eine kurze Anleitung, die ein bisschen Hintergründe gibt, wie das so mit diesen Verben funktioniert, Dinge, die Sie mal ausprobieren sollten, Bedienung, Gespräche mit anderen Personen und ein paar letzte Tipps. Das können wir uns mal anschauen. Nehmen Sie wirklich alles mit. Auch der seltsamste Gegenstand kann später eine Bedeutung haben. Wenn Sie wirklich festhängen, schauen Sie sich alles an, was Sie bei sich haben. Einer dieser Dinge muss doch für etwas gut sein. Wenn Sie das Problem trotzdem nicht in den Griff kriegen, müssen Sie vielleicht ein anderes Problem an einem anderen Ort zuerst lösen. Überlegen Sie, wo es sonst noch etwas zu tun gibt. In diesem Spiel gibt es rote Heringe. Dieser Begriff stammt aus der Geheimsprache der Adventure-Profis und bezeichnet falsche Fährten und nutzlose Objekte. Anders ausgedrückt, ein roter Hering ist zu ganz und gar nichts zu gebrauchen. Und in diesem Spiel gibt es mehrere Gegenstände, die gar keine Bedeutung für die Lösung haben. Das musste man im Deutschen nochmal sehr ausführlich sagen, weil im Englischen ist, glaube ich, der Begriff eines Red Herring geläufiger Ich kenne ihn für nicht. eine nutzlose Sache. Okay. So, warum das wichtig ist, sehen wir später. Und dann haben wir noch den Kopierschutz. Der ist ganz gaggig. Und zwar ist es Dial a Pirate, das Code Wheel. Dort haben wir Piratenköpfe, Piratenoberköpfe und Unterköpfe. Und die kann man so Das Ding drehen. ist ja geil. Das ist ja geil. Deile Pirate. Genau, und wir werden gleich auch sehen, wofür man das braucht. Rufe So. heute Nacht an. Genau. 337-339. Dial a Pirate. Pirate. Ah. So, genau, ich glaube, sonst haben wir alles Wichtige gesagt. Ist komplett in Deutsch, Übersetzung von Boris Schneider, Musik Original von Michael Land mit Amiga-Konvertierung der Musik von Chris Hülsbeck und Rudolf Stemper und ist von 1990. So, Ron Gilbert, der natürlich vorher Men like Menschen unter anderem gemacht hat. So, dann starten wir mal und ich habe das Ganze auf Festplatte installiert und wir spielen es wieder im NTSC-Modus, also in dem Seitenverhältnis, wie es in den USA ursprünglich gedacht war. Und was ich ganz schön finde, das hat spezielle Icons, die man quasi, wenn man es von Diskette spielt, kann man auch von Diskette spielen, so nicht sehen würde, aber es sind für damalige Amiga-Verhältnisse ungewöhnlich große Icons. Und dann starten wir. Das Geheimnis von Monkey Island. Harr. Und laden ein bisschen. Laden, warten. Halt! Bevor wir loslegen, ein kleines Geschichtsquiz. Drücke Enter. Wann wurde dieser Pirat in Barbados. Barbados aufgeknüpft? Hagen, dann findet das doch So, mal raus. ich brauche, also ich nehme jetzt The Dial a Pirate Code Wheel. Guck mir an, er hat erstmal eine Mütze auf. Den habe ich gefunden. Und dann hat er Schwänzelein als Frisur. Dann machen wir mal das da. Das müsste er sein, Oder? genau. Da, so. Ja. Ich halte den jetzt mal da in die Kamera. Da ist er, ne? So. So, wo war so jetzt? Wollen wir noch was? Barbados. 1577. 1577. Würde schon sagen. Das Der hat war noch mal drüber nachgedacht. richtig. Lucasfilm Games. Tief in der Karibik. Die Insel Malay Island. Immer noch ein bisschen Gänsehaut bei dieser Musik. Also ich finde ein außerordentlich schönes Thema und auch hier sehr gut für einen Amiga umgesetzt. Eine Besonderheit vielleicht, die ihr hier seht im Hintergrund, gehen so Wolken durch. Die sieht man auf dem Amiga 500 nicht,
Man braucht dazu einen 68020er Prozessor. Und dann werden diese Wolken dargestellt auf dem Amiga. Kommt gleich so das Karibik-Feeling auf, oder? Ja, sehr chillig. Normalerweise bin ich ja auch nicht so der rosane Schriftartentyp. Aber ich finde es jetzt wirklich sehr stimmig, das Ganze, die Komposition jetzt gerade. Mhm. Auch wenn ich noch nicht weiß, was die Wunderlampe da oben ist. Das werden wir gleich sehen. Boris Schneider kommt mir bekannt vor. Ist das der von der... Powerplay. Ja. Genau, Boris Schneider-Jone. Bei Microsoft. Müssen wir gleich noch sagen. Ja. Das ist das, was du oben gesehen hast. Hallo, mein Name ist Guybrush Threepwood und ich will Pirat werden. Huch, schleich dich nicht so an mich ran. Ich bin hier drüben. Ah, nun Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. Ach so, also du willst Pirat werden, wie? Siehst aber eher wie ein Buchhalter aus. Aber wenn das mit der Piraterie wirklich ernst gemeint war, sprich mit den Anführern. Du findest sie unten in der Scumbar. Hey, danke. Das werde ich gleich tun. Auf Wiedersehen. Ich gehe und suche mein Glück. Viel Glück. Wo sind nochmal diese Piratenanführer? In der Scumbar. Genau. Danke. Teil 1. Die drei Prüfungen. Scumbar müssen wir gleich noch erklären. Genau. So, das war die kurze Exposition. Eine Sache müssen wir noch, bevor wir jetzt weitermachen, klären. Und zwar, der Hagen hat von mir dort etwas hingelegt bekommen, nämlich ein Schreibbrett. Denn wir wollen herausfinden, was ist das Geheimnis von Monkey Island. Generationen von Adventurern haben sich schon das Gehirn darüber zerbrochen. Ganz kurzer Exkurs. Es gibt ja 4 Teile plus noch Tales of Monkey Island. Und die ersten beiden sind von Ron Gilbert und das dritte dann nicht mehr. Und der dritte Teil versucht irgendwie das aufzuklären, was das Geheimnis ist, aber die wussten es halt selber nicht. Und Ron Gilbert sagt, irgendwann, wenn er mal die Rechte daran bekommen sollte, noch ein neues Monkey Island zu machen, dann macht er den Teil, der das erklärt. Aber er hat Hinweise gegeben. Und ein zentraler Hinweis ist, es gibt in diesem Spiel Anachronismen. Also Sachen, die irgendwie nicht in diese Zeit passen. Wir sind ja hier irgendwie in 17. bis 18. Jahrhundert sowas. Und deine Aufgabe, Hagen, ist es jetzt, darauf zu achten, was man irgendwie sieht oder was Leute sagen, was nicht in diese Zeit passt. Das finde ich nie hin. Aber wir kriegen das hin. Das machen wir zusammen. Das machen wir zusammen. Genau. Also aufschreiben und am Ende gucken wir uns an, was wir da haben und überlegen mal, brainstormen, ob wir da irgendeine Erklärung dafür haben. Das werden wir dann sehen. Mhm. Okay. Willst du gerade die Scumbar wenigstens noch einmal kurz erklären, Scum? Scum, also Scum steht, Scum mit einem M heißt Abschaum. Ja. Und Scum mit zwei M steht für Script Creation Utility for Maniac Mansion, also dieses Adventure-System hier, was wir da haben. Ja. Das und Bar ist ein Balken, also das da unten, lustigerweise. Also deswegen könnte man auch so gehen in die Scumbar, ist schon irgendwie sehr netter Hinweis. Den habe sogar ich verstanden, auch wenn er vielleicht gar nicht so gemeint war, aber verstanden habe ich ihn. Ja. So, und das Interface von Indiana Jones 3 ist hier nochmal weiterentwickelt worden. Ja. Also wir haben hier zum Beispiel jetzt fest Rede mit. Bei Loom hatten wir ja kein Webinterface. Mhm. Und wir sehen jetzt, wenn man drüber geht, dann wird es direkt angezeigt, was man da sieht. Sonst musste man immer erst anklicken und dann Doppelklick machen. Und hier kann ich jetzt einfach klicken und dann geht er dorthin. Und es gibt noch ein vorgeschlagenes Verb, was er vorschlägt, was man dort benutzen könnte, das man mit dem rechten Mausknopf auswählen kann. Machen wir mal hier. Show on Plakat.
Wählen Sie Gouverneurin Marley. Es gibt nur einen Kandidaten, also fällt die Wahl nicht schwer. Ja. So. Und dort ist sie schon, die Scumbar. Also öffnen wir mal und gehen mal rein und suchen nach den Pirate Leaders. Die Oberpiraten. Ich bin der da oben. Vor allem mit so viel Grog im Hirn weiß ich, was der da bald macht. Na. Dann bin ich auf jeden Fall der da oben. So, also hier sind einige Piraten, mit denen man reden Guck mal, kann. der Hund da hinten mit dem Knochen, der ist ja süß. Spiffy. Der Ist der, Hund glaube halt. ich. Ich glaube nicht, dass ich ihn aufwecken sollte. Ich glaube nicht, dass ich ihn aufwecken sollte. Aber da ist einer, der ist wach. Ja, der sieht schon piratenkapitänmäßig aus. Ahoi, Fremder. Neu in der Stadt. Jetzt nur kurz. Die Grafik ist jetzt aber ein ganz anderer Stil auf einmal, ne? So, also. Ja, das sind jetzt so Porträtgrafiken, ne? Also die ist schon Also richtig sowas. gut. Also. Bei Loom hat man sowas, was schon so in diese Richtung Ja. ging. So, was sagen wir? Mein Name ist Guybrush Threepwood. Ja, wir Ich sind mal bin nett. neu hier. Für Piraten nett sein ist immer gut, ja. No. Guybrush Threepwood? Ha! Das ist der bescheuertste Name, den ich je gehört habe. Was, mal eine Frage, gibt es da eigentlich Guybrush Threepwood? Hat das irgendwie ein, kommt das noch? Gut, dass du fragst, Hagen. Also, die Hintergrundgeschichte, warum heißt der Charakter eigentlich Guybrush Threepwood? Als das die ersten Grafiken für dieses Spiel entstanden, stand der Name des Charakters noch nicht fest. Die Grafiken wurden mit Deluxe Paint gespeichert. Und wenn du bei Deluxe Paint kein Bild, sondern so halt ein Bildausschnitt speicherst, dann nennt sich das ein Pinsel, also Ein Punkt, Brush. Punkt, Brush. Ah, Und das war halt so ein Typ, also ein Guy. Also hieß die Datei Guy.brush. Ah. Also haben sie dann, und irgendwann war Guybrush, hat sich dann als Name eingeschliffen. Und Threepwood, das war, glaube ich, eine Umfrage um den Mitarbeitern, wie der denn als Nachname heißen soll, damit es mindestens genauso bescheuert wie Wieder, Guybrush ja. ist. Und Threepwood hat gewonnen. Aber es klingt auch wirklich sehr melodiös. Ja. Passt zusammen. Ich würde sagen, nun, wie heißt du? Mein Name ist Mancom Seedgood. Was treibt dich nach Melee Island? Ah ja. Ich will Pirat werden. Oh, wirklich? Du solltest mit den schrecklich wichtigen Piraten im nächsten Zimmer reden. Auf die hören die meisten hier. Die sagen dir auch, wohin du gehen sollst und was du tun musst. Also schön finde ich so kleine Animationen, dieses Zwinkern dazwischendurch. Genau, wir können noch mal nach der Gouverneurin fragen. Da haben wir ja das Wahlplakat gesehen. Wo finde ich die Gouverneurin? Gouverneurin Marley? Ihr Haus liegt auf der anderen Seite der Stadt. Aber Piraten sind nicht mehr so willkommen wie vor ein paar Jahren. Warum nicht? Nun, das letzte Mal, als ein Pirat sie besuchte, hat er sich in sie verliebt. Dadurch wurden die Verhältnisse hier unnötig kompliziert. Wie das? Nun, da gibt es eine lange Geschichte. Aber ich glaube kein Wort davon. Estevan da drüben am anderen Tisch könnte dir mehr erzählen. Er nimmt die ganze Geschichte ernst. Sehr ernst. Hoppla, ich glaube, mein Grog geht zur Neige. Also, entschuldige mich bitte. War nett mit dir zu plaudern. Viel Spaß auf Melee Island. TM. Jetzt nur eine Frage. Wäre die Gouverneurin ja auch gekommen, wenn wir das Plakat nicht angeguckt hätten? Ich glaube nicht. Ich weiß es, also. Ich wäre jetzt Ja, so so. gut hätte sein können, dass du Ich sagst, weiß es nicht. Ich ja. gucke mir das immer direkt, weil es halt so. Es ist Guck halt dir so alles auffällig. an, nimm Ja. alles mit. Ja, ist okay. So, reden wir mit denen. Die störe ich lieber nicht. Die hören dem Typen links zu. Na, dann gehen wir noch mal zu dem hier. Das ist der, der es ernst nimmt, ne?
Wahrscheinlich, ja. Hey, was willst du von mir? Stell dich erst vor, oder? Ja? Frag ihn direkt. Das ist ja gerade so ein bisschen Popcorn-Kino, Dennis. Es tut mir leid, aber ich esse jetzt schon mal die Nüsschen. Mit den Nüsschen los. Ja? Gut, dann stellen wir uns erstmal vor. Mhm. Ich würde mich gern vorstellen. Ich heiße Guybrush. Ja, na und? Wer ist dieser Pirat, der die Gouverneurin belästigt? LeChuck! Das ist der Kerl, der die Gouverneurin zum Abendessen besuchte und nie wieder gehen wollte. Er hat sich total verknallt, aber sie meinte nur, er solle tot umfallen. Das hat er dann auch getan. Danach wurde das Ganze ziemlich ungemütlich. Was ist denn so fürchterlich an diesem LeChuck? LeChuck war ein grausamer Pirat. Er versuchte, die Gouverneurin zu beeindrucken, indem er lossegelte, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Aber dann kam ein Sturm, versenkte sein Schiff und ließ keine Überlebenden zurück. Alle dachten, das sei das Ende des schrecklichen LeChuck gewesen. Aber wir hatten Unrecht! Was ist dann passiert? Er segelt immer noch in den Gewässern dieser Gegend. Sein Geisterschiff terrorisiert die See. Deswegen sitzen wir alle hier und nicht auf unseren Schiffen. Mach das Auge. Was ist mit Ihrem Auge passiert? Nun, ich habe mir gerade eine Kontaktlinse eingesetzt als... Ey, warte mal eine Sekunde. Das geht dich gar nichts an. Hagen? Kontaktlinse. Ein Anachronismus. So. Entschuldige, aber ich suche das Dartbrett. Dartbrett? Das haben wir nicht mehr. Es gab einen schrecklichen Unfall. Trinken und Pfeile gehören nicht zusammen. Wo kriege ich hier einen Drink? Einen Drink? Du könntest warten, bis der Koch vorbeikommt. Aber das könnte den ganzen Tag dauern. Such dir einen Krug und schleich dich in die Küche. Das machen ja alle so. Hör mal, diese ganze LeChuck-Geschichte hat mich ziemlich mitgenommen. Wenn es dir also nichts ausmacht. Fechtkampf, Diebstahl und Schatzsuche. Und jeweils mit einem Beweisstück zu uns kommen. Und dann musst du mit uns Grog trinken. Grog! Grog!